Stell dir vor, du könntest einen Blick in dein innerstes Wesen werfen und die Geheimnisse deiner Persönlichkeit und spirituellen Fähigkeiten entschlüsseln. Was wäre, wenn dir Zahlen den Schlüssel zu dieser faszinierenden Erkenntnis bieten könnten? Genau das werden wir heute erkunden. Es geht um deine Persönlichkeitszahl. Sie ist mehr als nur eine Zahl. Sie ist eine Einladung zu einer tiefen spirituellen Reise, die dein Verständnis für dich selbst und deine Fähigkeiten auf eine ganz neue Ebene heben kann. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dieses Wissen verändert deine Welt, Geheimnisse der Numerologie. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und heute werden wir uns ausführlich mit der faszinierenden Welt der Persönlichkeitszahlen befassen. Und ich werde dir die spirituellen Fähigkeiten jeder Persönlichkeitszahl zusätzlich nennen. Die Persönlichkeitszahl ist ein entscheidender Aspekt der Numerologie und enthüllt tiefgreifende Einblicke in unsere individuelle Persönlichkeit und unser Verhalten. Aber bevor wir in diese Welt eintauchen, müssen wir zunächst lernen, wie man diese geheimnisvolle Persönlichkeitszahl berechnet. Also mach dich bereit, denn diese Zahl wird nicht nur deine Persönlichkeit enthüllen, sondern auch deine spirituellen Fähigkeiten aufdecken. Um deine Persönlichkeitszahl zu ermitteln, benötigst du deinen vollständigen Geburtsnamen, also Vorname, Nachname und gegebenenfalls einen oder mehrere Mittelnamen. Jeder Buchstabe wird einer Zahl von 1 bis 9 zugewiesen. Schaue am besten die Tabelle im Video an und verstehe, wie es gemeint ist. So lass uns jetzt anhand eines Beispiels veranschaulichen, wie gezählt wird. Angenommen, dein vollständiger Name lautet Anna Müller. Falls du einen Doppelnamen trägst oder mehrere Vornamen hast, nimm auch diese dazu. Schaue jetzt im Video, ich habe zu jedem Buchstaben eine Zahl zugeordnet. Und um deine Persönlichkeitszahl zu erhalten, addiere die Einzelergebnisse zusammen und reduziere sie auf eine einzige Ziffer. In unserem Beispiel wäre die Persönlichkeitszahl 3. So, jetzt da wir wissen, wie man die Persönlichkeitszahl berechnet, lasst uns einen genauen Blick auf die Bedeutung jeder einzelnen Persönlichkeitszahl werfen. Die Persönlichkeitszahl 1. Menschen mit dieser Zahl sind oft selbstbewusst, unabhängig und ehrgeizig. Sie haben Führungspotenzial und drängen nach Erfolg. Aber Menschen mit dieser Zahl sind nicht nur Führer, sondern haben auch das Potenzial, spirituelle Pioniere zu sein. Ihre Entschlossenheit und tiefe Absicht führen sie auf den Pfad des spirituellen Wachstums. Sie sind in der Lage, mit den Engeln zu kommunizieren. Persönlichkeitszahl 2. Diese Menschen sind diplomatisch, einfühlsam und liebevoll. Sie suchen Harmonie in Beziehungen und sind oft ausgezeichnete Vermittler. Diese Menschen sind nicht nur empathisch, sondern auch spirituell aufgeschlossen. Sie haben ein natürliches Talent, tiefe spirituelle Verbindungen zu knüpfen. Besonders gut können sie sich tief fallen lassen und erhalten oft in Meditationen Bilder, Farben oder Botschaften. Persönlichkeitszahl 3. Kreative, kommunikative und optimistische Menschen sind typisch für diese Zahl.
Sie haben ein lebendiges Wesen und können in verschiedenen künstlerischen Bereichen glänzen. Menschen mit dieser Zahl sind oft begabte spirituelle Lehrer und Mentoren. Sie haben Zugang zu verborgenen Wissen und können in die Hologramme der alten Weisheiten eintauchen. Persönlichkeitszahl 4. Menschen mit dieser Zahl sind sehr zuverlässig, fleißig und praktisch veranlagt. Sie schätzen Strukturen und sind oft in der Lage, solide Fundamente zu schaffen. Diese Menschen haben eine natürliche Verbindung zur Erde und zu spirituellen Praktiken, die auf Bodenständigkeit und Stabilität abzielen. Sie sind die Verankerungspunkte in der spirituellen Gemeinschaft und bringen Ruhe und Sicherheit in schwierigen Zeiten. Die Persönlichkeitszahl 5. Freiheitsliebende Abenteuer treffen oft auf diese Zahl. Sie sind vielseitig, anpassungsfähig und suchen nach neuen Erfahrungen. Neben ihrer großen Abenteuerlust tragen sie aber auch eine gute Anpassungsfähigkeit und sind sehr einfühlsam und fürsorglich. Ihr spiritueller Weg ist oft von Vielfalt und neuen Erfahrungen geprägt. Die Persönlichkeitszahl 6. Verantwortlich, fürsorglich und familienorientiert. Das sind typische Merkmale dieser Menschen. Sie sind oft starke Eltern und treue Freunde. Diese Fähigkeiten machen sie zu ausgezeichneten Heilern und Beschützern der spirituellen Welt. Bei diesen Menschen fühlen sich Hilfesuchende geborgen und beschützt. Die Persönlichkeitszahl 7. Menschen mit dieser Zahl sind tiefgründig, intellektuell und spirituell orientiert. Sie haben eine natürliche Neigung zur Erforschung des Unbekannten. Die Suche nach Wissen und spiritueller Erleuchtung ist der Lebensatem dieser Menschen. Sie sind die Forscher und Mystiker unserer Zeit. Sie haben die Fähigkeit, neue Technologien auf die Erde zu bringen, so wie damals Tesla dies einstmals tat. Die Persönlichkeitszahl 8. Erfolg und Macht sind wichtige Themen für diese Menschen. Sie sind oft geschäftstüchtig und haben die Fähigkeit, materielle Ziele leicht zu erreichen. Durch diese Fähigkeiten fördern sie auch ihren spirituellen Wachstum. Diese Menschen sind oft inspirierende Beispiele für das, was durch harte Arbeit erreicht werden kann. Sie besuchen viele Seminare, Webinare und bilden ihre spirituelle Weisheit fort und erreichen die Meisterschaft. Die Persönlichkeitszahl 9. Diese Menschen sind mitfühlend, idealistisch und hilfsbereit. Sie setzen sich oft für humanitäre Zwecke ein und haben einen starken Sinn für Gemeinschaft. Mitgefühl und Großzügigkeit sind Schlüsselmerkmale dieser Menschen. Ihre spirituelle Mission besteht darin, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oft wirken sie selbstlos für das Große und Ganze als Heiler für Menschen, Tiere und Erde. So, das waren nun die Bedeutungen der 9 Persönlichkeitszahlen. Denke daran, dass deine Persönlichkeitszahl nur ein Aspekt deiner numerologischen Persönlichkeit ist und dass andere numerologische Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen. Die Numerologie bietet eine faszinierende Möglichkeit, sich selbst besser zu verstehen und seine Lebensreise zu bereichern. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr über Numerologie und spirituelles Wachstum erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und vergesse nicht, ihn zu liken. Deine Unterstützung hilft mir sehr, weiterhin
solch faszinierende Inhalte zu erstellen. Ich sende dir Licht und Liebe, deine Monika Nirjana Kardinal von Smarana.